Habt ihr irgendwo kleine Dinos gesehen? Irgendwelche so, die ich töten kann? Wegen Fleisch und so? Leute, was ist aber mit meiner Nahrung passiert? Warum ist die so hochgeschossen? Schaut mal hin, meine Keule. Damn, die ist komplett hoch fast. The fuck, habe ich da was verpasst oder so? Ist da was passiert? Ich habe die ganze Zeit bei so bei die Y-Taste, weil ich einfach was aussammeln will. Ein paar Bärchen für später. Aber die gelben Bären knallen gut rein, ne? Also, was da Nahrung hochgeschossen ist. Damn, boy. Auf jeden Fall, was ich noch ganz vergessen habe zu sagen, ne? Wie gesagt, das ist hier kein Solo-Projekt. Das heißt, es können immer noch Leute mitmachen, ne? Also, jetzt, es ist jetzt kein LPT, weil der Server halt 24/7 online ist. Aber ich werde zum Beispiel Assassin vielleicht noch ranholen oder Ryxis und dann halt immer mal so mit anderen Leuten halt aufnehmen, ne? Aber der Server ist 24/7 offen. Und ich werde das Spiel auch streamen. Das heißt, es ist auch ein Streaming-Projekt. Jetzt gerade ist es noch nur Aufnahme, weil ich jetzt einfach keinen Bock hatte, den Stream noch extra anzumachen. Aber an sich ist das so ein sowohl Aufnahme- als auch Streaming-Projekt. Und das wird jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Tage kommen. Kann ich dir den Ding eigentlich schon looten? Nee. Nee. So, was haben wir denn hier? Jo. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich das nicht irgendwie mitnehmen? Kann ich das, konnte ich das nicht irgendwie mit... Was habe ich jetzt gemacht? Was ist das? Hä? Wo ist die Hose? Was habe ich getan? Ich habe LT drauf gedrückt. Ach, dann droppt er den Scheiß. Ah. Wo ist jetzt die Metallhose hin? Scheiße. Spiel, ich wusste nicht, welche Taste ich gedrückt habe. Tu mir jetzt nicht den an. Ha. Oh, da ist die Hose. Ich würde sagen, wir rüsten die auch direkt mal aus, ne, damit wir einfach schon mal eine swaggy Hose haben. Weil dann können wir schon mal nicht zu schnell drauf gehen. Oh, so. Damn. Ich meine, unsere Füße sind immer noch da, aber hey. So, level mal kurz noch ein bisschen die Leben, damit ich mehr aushalte, damit ich nicht direkt drauf gehe, wenn ich einen kleinen Dino treffe. Gewicht machen wir mal auf 200, damit ich mehr mitnehmen kann. Nahkampfschaden knüppelt aber auch mal noch ein bisschen hoch. Dann kann ich meine Gegner besser backboxen halt, ne? So. Das brauche ich erstmal noch nicht. Das können wir später machen. Also, wie gesagt, die Enneagramme können wir halt wirklich später machen, weil ansonsten müssen wir jetzt die ganze Zeit hier rumstehen und die Dinger durchballern. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Wir suchen jetzt erstmal einen kleinen Dino, den wir umbringen können. Oh, was haben wir denn da unten? Ein Kano und einen Raptor anscheinend. Ja, das ist immer noch ein bisschen zu groß für mich. Und der ist definitiv viel zu groß für mich. Viel zu groß. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man die Dinos nicht einfach nur angreifen kann und dann wieder abhauen kann. So nach dem Motto, ich gehe hin, schneide ein paar Scheibchen ab und verpiss mich wieder. Ich meine, es ist schon ziemlich gemein, den Dino einfach anzugreifen. Oh Mann, ich will den... Okay, dieses Tierchen möchte ich nicht umbringen. Aber es hat Fleisch. Und ich brauche Fleisch zum Überleben. Da! Ja! Was? Als ob. Ich treffe den nicht! Ah, du bist schneller, als ich mich drehen kann! Unfairer Kampf! Das ist doch ein Witz, oder was? Der killt mich doch! Ja? Starker Hit, starker Hit. Ha? Sollte ich schon wegrennen? Ich würde gerne ein Ego kämpfen. Ich kann jetzt halt zwei Stück. Nein. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Fucking Fallschaden, Junge. Ah, verdammt. Ich bin auf dem Berg gestorben. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin auf dem Berg gestorben. Oh, Ego-Perspektive. Ego-Perspektive. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Third Person. Oh, ich bin hier schon wieder, ne? Bin ich nicht das erste Mal schon gespawnt? Jetzt ist natürlich die Frage, wohin bin ich gerannt, ne? Da bin ich nicht hingerannt. Ich will das Speed mal ganz kurz nochmal hin. Ich würde gerne meinen Stuff wieder holen. Ne, das ist nicht meine Insel. Wo bin ich denn jetzt?
Da bin ich gestorben. Das heißt... The fuck? What the f... War das nicht mal eine Mod? Waren diese Elektrodinos nicht mal eine Mod? Warum, hä? Warum sind die jetzt im normalen Arc drin? What the fuck? Geil. Ja, ich habe ewig keine Arc mehr gespielt. Das merkt man, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, da hinten muss ich nochmal hin. Joa, ich könnte aber auch einfach von vorne anfangen. Ich meine, ich hatte nicht viel Stuff. Ein Parasaurus. Und noch ein Elektro-Parasaurus. Das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich hier nochmal neu an. Ich meine, ich habe eh nicht viel gemacht, ne? Den Stuff kann ich wiederholen. Ach, drauf geschissen. Das ist also halt weg, ne? Es gibt Wichtigeres im Leben als so ein bisschen Loot. Sind wir mal ehrlich hier. Nee. So ein bisschen Stein und dann craften wir uns gleich mal was Schönes. Müssen wir ein bisschen auf Holz einprügeln. Und dann passt es alles schon. Dann würde ich mal sagen, zählen wir uns Parasaurus. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Parasaurus zählen will. Ob ich da jetzt mit Knüppel drauf gehe oder ob ich noch mit einem Bogen das machen werde. Aber ich würde sagen, schnappen wir uns den einfach mal, ne? Warte mal, das sind diese Flugscheißdinger. Lass mich mal ganz kurz, was kontrollieren. Weil ich sehe gerade Flugdinger da rumballern. Nicht, dass meine Leiche hier auf diesem Berg ist. Obwohl das eigentlich nicht sein kann, wegen Karte und so, aber... Das sieht mir schon ziemlich ähnlich aus, deswegen... Wen haben wir denn hier unten gefunden? Was ist das für ein sexy Motherfucker hier unten? Das ist Bob, das bin ich! Das bin ich, das ist Bob, Digga! Ich hab mich selber gefunden. Gut, wie nehme ich jetzt meine Sachen mit? Wie nehme ich sie jetzt mit? Alles nehmen. Ah. So, und jetzt muss ich noch meine Sachen ausrüsten irgendwie. Ah, hier. Yep. Yep. Und yep. So, Leute, wir sind wieder im Geschäft. Als wäre nie was passiert, als wären wir niemals draufgegangen. So, da würde ich mal sagen, knüpfen wir uns den Parasaurus dort mal vor, ne? Obwohl, das ist ein Roboter-Parasaurus, den will ich eigentlich schon behalten. Ich will den jetzt nicht umbringen. Ich würde den schon, wie gesagt, sehr gerne behalten. Mit so einem Parasaurus kann man eine Menge machen, weil Parasaurus ist immer so der erste Dino, den ich mir quasi besorge. Weil mit denen kannst du halt viel machen. Das ist halt quasi, du kannst damit Ressourcen farmen und du hast erstmal schon mal einen Dino, der dir im Kampf helfen kann. Das ist schon mal etwas meiner Meinung nach. Daher würde ich ehrlich gesagt auf den gerne gehen. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Knüppel auch drauf gehen kann. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, was für ein Level der hat. Level 9. Perfekt. Da würde ich ehrlich gesagt gerne mit dem Knüppel drauf gehen. Erstmal brauche ich eine Fackel. Einen Speer könnte ich auch gebrauchen. Und Knüppel, 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 Knüppel. Da ist ein Magic Knüppel. Der Dino werden wir so wegknüppeln, der wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. So, ja, mach mal kurz den hier, dann kommt die Axt nochmal dahin, die Fackel kommt dann dahin und der Knüppel kommt dann dorthin. Warte mal, ah, stimmt, warte mal, kann ich hier nicht irgendwie... Hä? Hab ich die gerade gemacht? Okay. Kommt man hier nicht irgendwie auch Kamera wechseln? Ich drück jetzt mal gerade alle Tasten durch. Das ist aber nicht auf Start, das wundert mich immer noch so ein bisschen. Aber ich bin der Meinung, dass das hier irgendwann mal drinne war. So, dass man hier einfach rumgehen kann, dann einfach hier zack, aus und fertig. Hm, lass mich nochmal. Kann ich nicht einfach hier irgendwie. L3 ist auch nichts. RB ist Nahkampf? The fuck? Ja, kann ich das irgendwie nicht machen? Ich würde gerne. Ich kann so nicht. Ich kann das nicht so machen. Ich würde ihn jetzt gerne tamen, aber ich will halt nicht Third Person. Weil in Third Person kann ich die Entfernung nicht einschätzen und ich kann damit nicht kämpfen. Ah, ja, noch mehr. Ach, oben sehe ich jetzt den ganzen Scheiß.
Orbit-Kamera. Third Person! Bruder, jetzt geht's aber richtig auf die Fresse, ne? Also so. Warum ist er so fucking schnell? Ich hab doch schon auf Geschwindigkeit Wie, du entkommst mir jetzt auch noch. Bleib stehen! Ich level gleich, um noch schneller zu sein, ne? Ganz ehrlich. Bleib stehen! Och, Mann! Ich sehe gar nichts gerade. Alter, was ist das? Junge, was ist das für riesige Büsche? Ich sehe absolut nichts. Junge, bleib doch mal stehen. Warum bist du so schnell? Ich sehe wieder gar nichts. Irgendwann renne ich so eine Tyrannosaurus Rex rein, ne? Und ich weiß nicht, was mich erwischt. Ich bin einfach tot. Glaub mir, deine Ausdauer geht schneller weg als meine. Oh Gott, meine ist schon weg. Dein Glück, Bruder. Dein Glück. Aber ich hole dich gleich noch ein. Pass auf. What's up? So haben sie damals im Mittelalter auch wirklich Dinos gejagt. Nur Knüppel und dann ab geht's. Hä? Hat er Tauschschuhe zugemacht? Wo ist der hin? The fuck? Warum steht jetzt nur hier so ein Random? Junge, hast du deinen Bruder gesehen? Diesen leuchtenden? Ist er einfach durchgezogen oder was? Hä, bin ich jetzt komplett bescheuert? Junge, ich kann nicht. Ich sehe absolut nichts. Der ist einfach weg. The fuck? Wie hat er das gemacht? Der ist einfach weg. Der ist auch nicht umgedreht, der ist nicht weitergerannt, der ist einfach weg. Hä? Ich würde sagen, bevor wir uns die nur schnappen, werden wir erstmal verrücktes Fleisch zu sammeln. Obwohl, dafür brauche ich erstmal Fleisch, ne? Ich blicke hier absolut nicht durch. Der ist hier halt auch nirgendwo. Ich würde mir gerne irgendein Parasaurus holen, weil ich immer gerne Parasaurus dabei habe. Ich versuch's nochmal bei dir. Bleib stehen! Ich verliere den schon wieder. Ah, da ist er. Bleib doch mal irgendwo hängen, so wie damals in meiner alten Version von Ark. Du bist immer hängen geblieben an irgendeiner scheiß Stelle und ich konnte dich verprügeln. Ich glaube, Wasser bin ich schneller als du, oder? War das nicht so? Oh Gott, mein Ausdauer ist gleich weg. Shit, ich muss an Land. Das geht doch drauf. Schon mal passiert nämlich, deswegen, man sieht auf jeden Fall, Pro-Spieler ist am Start. Junge, bleib doch mal stehen, verdammt nochmal. Ja, er kommt wieder her, jetzt will er es wissen, ja! Junge, ich hab dir mit der Keule auf den Kopf geballert. Willst du nicht langsam umkippen? Das grenzt hier gerade an Tierquälerei. Jetzt kipp doch langsam mal um hier, meine Fresse, das kann ich mir ja nicht angucken. Na komm! Bleib schon, doch mal stehen, verdammt nochmal! Habt ihr das gerade gehört? Er ist in den Busch gelaufen und auf einmal sind seine Steps verschwunden. Seine Schritte sind komplett weg. Er ist einfach weg. Lol, wo kommst du denn auf einmal? Bist du drin eingeschlafen oder was? Narkosefalle. Ich mach mir erstmal Narkosefalle. Ey, was zum Teufel ist das denn, bitteschön? Ich sehe hier absolut nicht durch. Was ist das? So, für Narkosefalle brauchte ich Holz, um erstmal einen Boden zu machen. Dann würde ich sagen, werden wir mal hier langsam ein bisschen sesshaft. Die Gegend ist eigentlich schon ganz schön. Ich werde wahrscheinlich nochmal umziehen, aber wir bauen uns erstmal hier ein Haus. Einfach weil ich gerade piss bin. Ich brauche einen Dino. Ohne Dino wird das hier alles nicht sein. Ich brauche jetzt einfach ein fucking Dino hier. Meine Fresse. Bam, 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 bam. So. Ich brauche jetzt einfach mal ganz kurz. Nee, warte mal, ich habe noch gar nicht. Oder doch, Holzfundament habe ich schon. Gut. Stellen wir davon mal bei her. Oh, und Bohnen kann ich auch schon herstellen. Machen wir gleich mal ein paar mehr Pfeile und so ein Schild.
Oh, den Trike werde ich mir aber auch besorgen. Ich habe so Bock auf den Trike wieder. Ne? Ich habe immer. Also, Trikes sind wirklich Ehre. Ich nehme meinen Trike, by the way, wahrscheinlich wieder Zorro, so wie immer. Damals irgendwann damit angefangen. Ich kann einfach nicht mehr aufhören, die Zorro zu nennen. So, oh Gott, diese. Ich meine, einerseits ist die Gegend echt schön, aber diese riesigen fucking Büsche hier, ne? Meine Fresse, du siehst halt einfach gar nichts in den Dingern. Und die sind halt hier einfach überall. Oh, ich bin so froh, wenn ich endlich einen Dino habe, ne? Kann ich hier, kann ich mich wenigstens mal umgucken? Kann ich den nicht irgendwie platzieren? Ja, machen wir erstmal unsere kurze Einsatzzentrale. Ja. Wird erstmal hier unsere Einsatzzentrale hingebaut, dann können wir hier erstmal von hier so ein bisschen interagieren mit der Außenwelt. So. Aber wir werden auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall noch größer, sagen wir es mal so. Also das hier ist nichts gerade. Es gibt Harz? Ich habe gerade Harz bekommen? Ich habe Ark so lange nicht mehr gespielt, das ist der Wahnsinn. So, was brauche ich denn noch alles für Fundamente? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Einfach nur eine Menge Holz. Ja. Okay. Kann ich mit Lehm? Mache ich doch easy. Wie sieht es mit der Wand aus? Ah, da brauche ich auch noch eine ganze Menge von. Stellen wir noch ein paar mehr Pfeile her. Dann gehen wir nochmal wieder zurück hier hin. Dann rüsten wir erstmal den Bogen aus. Den machen wir hier hin. Und dann machen wir erstmal die Keule raus, weil die Keule brauche ich nicht mehr mit einem Bogen. Die Keule ist jetzt weg. So, jetzt brauche ich noch ganz kurz das Ding. So, ich müsste auch noch einen Mörser herstellen. Genau, Mörser brauche ich. Aber für Mörser, ich brauche halt einfach verrottetes Fleisch. Ich muss einfach an Fleisch irgendwie rankommen. Anders komme ich hier nicht weiter. Ich muss irgendwie an Fleisch rankommen. Wie ist komplett egal, aber ich brauche es halt einfach. Ich hab jetzt schon so einen Bart, ne? Meine Fresse, ich hab jetzt schon komplett einen Bart. Gott, wenn so ein Real Life so einfach wäre. Ich meine, es wäre ein bisschen übertrieben, sind wir mal ehrlich. Ich meine, ich spiele jetzt arg nicht mal eine Stunde. Und ich habe jetzt schon fucking Vollbart, ne? Also, stellt euch mal ein Real Life vor. Ihr geht zur Arbeit, rasiert und kommt nach Hause komplett mit Vollbart. Ich meine, einerseits, ja. Ja, ist vielleicht ganz cool. Hätte ich wenigstens auch mal einen Bart, ne? Aber naja, was soll's. Man kann halt leider nicht alles im Leben haben. Ich habe zwar keinen Bart, aber dafür hat Gott mich mit einem großen Penis gesehen. So, lassen wir mal ganz kurz hier hoch hingehen. Und dann. Jo. Jo. Nice. So, jetzt brauche ich noch ganz kurz eine Holzwand. Die. Hier. Spinn ich oder bist du kleiner geworden? Oder bin ich einfach nur größer? Ich habe das alles komplett in einer anderen Größenordnung in Erinnerung, ne? Vielleicht ist es einfach ein Third Person. Die Wand ist doch kleiner geworden. Oder täusche ich mich da jetzt? Ist doch alles kleiner geworden, oder nicht? Yo, Trike, was geht ab? Liegt das an mir, oder ist es wirklich alles kleiner geworden? Weil ich bin der Meinung, dass es alles mal größer gewesen ist. So, was brauche ich denn für eine Truhe? Ich hab doch schon eine Truhe, oder? Ja, da ist die Truhe. Stroh brauche ich dafür. Okay. Machen wir doch mal easy. Oh, hier sind so viele Bäume, das gefällt mir so gut. Ich kann halt einfach die ganze Zeit farmen. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich gehe einfach hier überall hin, hier ist mehr als genug Holz. Gehst du mal kurz ran und machst es einfach fertig. Easy. Ich muss nur noch ein paar Dinos umlegen und dann ist alles cool. Also ich muss halt wirklich Dinos umlegen, ne? Ich brauche halt einfach dieses komische, verrottete Fleisch für mein Narkosemittel. Anders bekomme ich das nicht ran. Das Problem, was ich gerade habe, ist, hier sind nur dicke Dinos. Also ich habe noch keinen Dilophosaurus oder so gesehen, den ich einfach mal wegschnetzen kann. Oder irgend so ein Kleinvieh. Die sind halt alle bis jetzt irgendwie groß gewesen. Finde ich ehrlich gesagt nicht geil. Ich würde noch weiter hier mit weitermachen. Also. Und dann kann ich schon eine Treppe. Ah, ich kann aber das Ding hier. Warum will ich eine Treppe eigentlich bauen? Wieso kam mir gerade Treppe nochmal ins Gedächtnis? Merkwürdig. Ich meine, ja, First Person ist cool und so, aber ich weiß nicht, Holz abbauen und so, Bäume. In First Person, ich glaube, das wäre in Third Person besser, oder? Oder meint ihr? Oh, von da wird noch ein paar Bärchen, dann müssen wir auch noch mehr farmen. Ich muss halt wirklich irgendwas umnieten. Irgendetwas, damit ich Fleisch ranbekomme. Irgendwas muss sterben, damit ich leben kann. So ist halt das Leben, Leute. So ist es halt einfach. Ich denke mir das nicht aus. Es ist halt einfach real.
Wieso konnte ich gerade nichts craften? Hä? Aber er hat es trotzdem gemacht. Irgendwie merkwürdig. Machen wir mal hier hin. Oh, haben wir das Ding nochmal hier hin. So, wo baue ich die Tür hin? Ich würde sagen, die Tür machen wir hier hin, weil da kann ich einfach so reingehen, ne? Ja, hier kann ich einfach so reingehen, top. So, wo ist die Tür? Da ist sie. Weil das Haus würde ich heute schon gerne fertig machen. Also in der heutigen Aufnahme würde ich halt, wie gesagt, wirklich schon sehr gerne das Haus fertig haben, damit ich halt, weil der Server ist halt 24-7 offline, offline, Digga, ja. 24-7 offline, Digga, geiler Server, Digga, lohnt sich auf jeden Fall bei Nitrado erstmal zu kaufen, Digga. Nee, aber der Server soll halt schon, wie gesagt, 24-7 online sein. Und da wäre es halt schon ganz geil, wenn da halt schon mal ein Haus stehen würde. Wie kann ich das hier einfach rüber? Ich will einfach rüber machen. Einfach irgendeine Taste drücken und dann ist es da drin. Mehr will ich gar nicht. Jetzt habe ich es halbiert. Bringt mich aber nicht weiter.